Hallo liebe Leute, was ist jetzt genau los mit dem Server? Ich möchte es kurz halten und euch ein bisschen mitteilen. Ja, es gab richtig viele Bugs mit den Plugins und so weiter. Irgendwie haben die Plugins ein bisschen zusammen Probleme gemacht, oder? Und weil der It's Glazed ein paar Plugins einfach installiert hat und sie nicht ausgetestet habe, ist es dann plötzlich im Livestream dann passiert, dass ein Spieler im Video gestorben ist. Und das haben wir dann nur unter Problemen fixen können. Ich bin sogar dann mal noch wieder gestorben, als ich Slash Spawn eingesetzt habe, weil das auch umgestellt wurde. Man kann jetzt nicht in der Welt am Spawn spawnen, man spawnt immer von der Welt am Spawn. Und der Spawn ist irgendwie verlegt worden, keine Ahnung wieso. Vor allem dort unten, wo man dann auch als OP, als Game Mode One Benutzer stirbt. Und das hat mich einfach ein bisschen ragen lassen. Also, ich habe direkt eigentlich eine Meinung von It's Glaze hören wollen. Und der war momentan am CSGO spielen und konnte natürlich nicht gleich zurückschreiben. Deshalb habe ich kurz in die OP gemacht und habe ihn rausgeworfen, nur ein bisschen um Ruhe zu bewahren, und dann ist es natürlich auch ein bisschen böse geworden. Aber nur so konnte ich das natürlich auch schnell machen, dass wir da relativ schnell die User auch safen können, weil wenn jetzt wieder einer macht im Nether slash spawn, dann landet er wieder dort, wo er immer wieder stirbt. Und das ist nicht gut. Wir haben jetzt einfach den Server ein bisschen zu schnell online gemacht, weil ich einen Spaß haben machen wollen und dass ihr auf dem Server kommt und all. Und wenn wir so Probleme haben, weil manche Plugins überhaupt nicht richtig eingestellt werden, dann ist es nicht gut. Was wir jetzt machen ist, wir suchen Leute, die Plugins entwickeln wollen, geben denen OP und so Sachen und lassen wir die arbeiten. Aber wie gesagt, ich werde während dem Livestream nicht mehr das Problem als Admin oder Owner machen. Jetzt ist jemand gestorben und war ein bisschen wütend auf mich. Tut mir leid auch, aber wenn ich livestreame, möchte ich gerne auch livestreamen und nicht irgendwelche Probleme machen, Probleme fixen. Deshalb ist der Server jetzt auch offline. Wir werden ihn wieder anmachen, wenn wir fertig sind, gell? Es kann heute Abend gehen, das könnte vielleicht erst morgen gehen. Tut mir einfach leid, gell? Ich werde sicher ein anderes Projekt noch machen zwischendurch. Noch ein bisschen Path of Exile oder Diablo 3 Livestream irgendwann. Jetzt mal erstmal Fußball schauen, der FC Basel spielt wieder. Und dann geht's weiter. Bitte einfach Geduld halten. Bis dann. Tschüss.